Und damit herzlich willkommen zu World of Warships mit dem Zaunfall. Heute mal in meinem Tier 7 britischen leichten Kreuzer der Fiji in einem Match, das langsam und eventuell ein bisschen langweilig anfängt, aber ich verspreche euch, am Ende zu einem wirklichen Höhepunkt kommt. Habt also eventuell ein paar Minuten Geduld. Meine Fiji hier übrigens noch weitgehend unausgebaut. Ich habe den B-Rumpf zwar drin, den zweiten, den man erforschen kann. Aber ansonsten noch keine Upgrades. Die Torpedos sind noch Stock. Und auch ich habe noch nicht das Leitstellen-Upgrade für die erhöhte Reichweite. Damit das Ding nochmal 1,5 Kilometer weiter käme. So sind wir auf 14 Kilometer beschränkt. Ansonsten wären halt 15,4 Kilometer drin. Dafür haben wir ein paar Lebenspunkte mehr. Und ja, ich fahre hier mit der World of Warships Jubiläumslackierung durch die Gegend. Und mache es mir hier auf den zwei Brüdern erstmal hinter der Insel irgendwo gemütlich. Entdecke hier die Flugzeuge, denke mir so, wollen die eventuell wirklich hier rüber? Aber nein, gegnerischer Flugzeugträger entscheidet sich anders. Ja, und da kriegt unser Gäde, deutscher Zerstörer, ein Lob für seinen Namen. Flieht, ihr Narren! Dem würde ich mich anschließen. Sehr cooler Nickname. Und ja. Wie man auf der Minimap sieht, irgendwie ein Großteil des Teams entscheidet sich, auf diese Seite hier rüber zu gehen. Und dieser Leander da hinten hat einen großen, großen Fehler gemacht. A, sie fährt eine Leander. Und B, in weitgehend offenen Gewässern. Dafür wird sie jetzt gnadenlos bestraft von allem, was wir hier auf der Seite rumstehen haben, inklusive mir. Ich meine, es hat einen Grund, weshalb ich mit meiner Fiji hier halt auch erstmal irgendwo hinter der Insel langeier. Und ja, das war nicht so genial gezielt. Aber immerhin noch getroffen. Und, ui, da kommen Schlachtschiffe um die Ecke. Die sollten mich nach Möglichkeit nicht sehen. Also, eingenebelt. Und, Leander, überlebst du das noch? Ne, so gerade eben. Schweinerei. Und unsere Cleveland kriegt sie fertig. Zerstörer guckt da rum. Und dummerweise, der Berg da ein bisschen im Weg. Kriege ich nur eine Ladung durch. Aber auch immerhin getroffen. Und Zerstörer wieder weg. Auch gut. Schieß mal halt auf irgendwas, was sich anmietet. Wie zum Beispiel diese Colorado. Derweil mal ein bisschen umparken, damit ich auch alle Geschütze benutzen kann. Und ich mag diese Ecke hier in den britischen Kreuzern. Egal ob jetzt Fiji oder wenn ich mal wieder Belfast fahre, auch vorher in der Leander. Das ist ein wirklich schöner Spot eigentlich. Kann man sich fast immer schön gemütlich hinter der Ecke einnebeln und einfach auf alles schießen, was von hinten da rumkommt. Wie man es jetzt hier auch alt an der Bismarck sieht. Meistens fahre ich aber noch ein Stück weiter vorne raus, mehr so hier an den Strand entlang. Hat man halt den besseren Winkel nach links rüber, wenn die Gegner sich nicht ganz so weit um die Ecke trauen wie die jetzt hier. Derweil, nachdem die Colorado weggefahren ist, harke ich ein bisschen auf der Bismarck rum. Und ziehe mich weiter zurück, weil mein Nebel ausläuft. Und ich keine Lust habe,
von den Schiffen, die da hinten denn so sind, zurück ins Kreuzfeuer genommen zu werden. Aber die sind auch irgendwie mit anderen Sachen beschäftigt. Hauptsächlich hier, ja, Tirpitz, Kutuzov. Und da hinten haben wir noch eine Futtermaus-Konfetti-Kanone. Irgendwie auch ein genialer Name. Der gerade eine ganze Ladung Torpedos gefressen hat. Uiuiui. Müssen wir was gegen tun? Also versuchen wir mal die Gäde zu treffen. Die sehen auch gar nicht mal so schlecht aus. Und okay, das funktioniert nicht so wirklich hier im Replay. Ne. Geschütze verfolgen funktioniert nicht. Schade. Also da die Kugeln. Könnt ihr im Spiel machen, wenn ihr Z drückt, aber ja, fürs Replay funktioniert es nachträglich anscheinend leider nicht. Und Gäde macht sich unsichtbar. Habe ich nicht kommen sehen. Kugeln gehen voll ins Leere. Aber mal ungefähr dahin schießen, wo er zuletzt im Smokescreen war. Ne, trifft aber nicht. Tja, und nu? Bismarck und Fuso da hinten sind locker 2-3 Kilometer zu weit weg. Also muss ich wohl doch mal ein bisschen hier aus meiner schönen Deckung raus. Aber hier vorne gibt es ja noch ein paar mehr Steine zum Hinterverstecken. Fuso, irgendwo hinterm Berg. Colorado, zu weit weg. Gut, Fuso auch. Wie gesagt, ich habe halt das Feuerleitstellen-Upgrade noch nicht. Sonst käme ich da an die Fuso dran. Aber hey, eine Pepsi-Cola. Auf 10 Kilometern. Also, übliche britische Taktik. Langsam hinter einem Berg rausschleichen. Okay, Mogami hat den besseren Winkel. Anyway, übliche britische Taktik. Hinter einem Berg rausschleichen, einnebeln, schießen. Gut, ich habe es jetzt in dem Fall andersrum gemacht und erst geschossen, aber ich werde zum Glück nicht dafür bestraft. Und da war doch noch ein Zerstörer irgendwo unterwegs. Und wie wir ja alle wissen, Nebelbänke sind Torpedomagneten. Also mal mein Hydro anmachen. Damit ich sie dann wenigstens kommen sehe. Und auch hier sehen wir nicht, welche Reichweite es hat. Aber ich glaube auf 4 Kilometer. Die Torpedos. Ach komm schon, Mogami. Du musst doch mal zu treffen sein. Ja, die sehen gut aus. 1000. Da ist sie kurzfristig mal unsichtbar und die Pepsi-Cola versucht auf mich zu schießen. Das haben wir ja gerne. Zur Sicherheit setze ich trotzdem mal ein Stückchen zurück. Man kann ja nie wissen. Und bums, eine Zitadelle. Leider nur für 5000 Schaden. Irgendwie hätte ich da mehr erwartet. Aber hey. Eine Zitadelle mehr oder weniger. Die nimmt man schließlich immer gerne mit. Und meine Teamkollegen hätten gerne, dass wir auf diese Fuso feuern. Aber Fuso sitzt irgendwo hinterm Berg fest. Und was kommt denn da um die Ecke? Eine Shirazayu. Schmeiß mir mal grob Torpedos in die Richtung. Kann nie schaden. Und da nebelt er sich leider ein. Wird die Torpedos definitiv nicht mitnehmen, aber ich treffe ihn blind im Nebel.
Dummerweise bewege ich zwischendurch die Kamera und weiß von daher nicht mehr so ganz, wo er jetzt genau war. Und irgendwer versucht auf mich zu schießen. Na, na, na. Böses Team. Also gut, versuchen wir mal, diesen kleinen Zerstörer da in seinem Nebel zu finden. Schmeißen ein paar Torpedos in die Richtung, wo er eventuell sein könnte. Ich würde ja mein Hydro benutzen, aber ist leider noch auf Cooldown. Und damit er mir nicht Torpedos entgegenschmeißt, halt immer schön rechts, links, hin und her eiern. Schauen wir mal. Ich habe so eine Vermutung, dass er weiter rückwärts da in den Kanal gesetzt ist. Deswegen ziele ich schon mal da in die Ecke. Und wie wir sehen... Ja, jetzt irgendwann, gleich jeden Moment, muss er doch mal auftauchen. Torpedos. Ah, da ist er. Gut. Oh, Nahkampf mit einem Zerstörer. Und wir überleben es. Ohne einen Kratzer. Ach, ist das schön. Ja, ja, lieber Flugzeugträger, ich habe das hier schon im Griff. Keine Sorge. Der wird später übrigens auch nochmal wichtig, der Flugzeugträger. Aber im Moment bin ich erstmal auf der Suche nach weiteren Zielen. Auf der rechten Seite der Karte hat unser Team irgendwie gut aufgeräumt. Der Gegner allerdings auch. Von uns ist noch ein Scharnhorst ist da unten übrig. Und wir auf dieser Seite hier auch ziemlich viele Verluste hatten. Befreundete Tirpitz noch hier vorne. Gegen eine Colorado und eine Mogami. Und ich gucke da ein wenig nach hinten. Und wenn ihr ein bisschen mit auf die Minimap guckt, habt ihr eventuell auch schon eine Ahnung, was passieren könnte. Aber für den Moment fallen wir erstmal auf diese Mogami. Und die erste Salve geht ziemlich daneben. Irgendwas zielt auf mich. Schöner neuer Captain Skill. Jetzt zielen beide auf mich. Und unser Warthog beschwert sich wie üblich übers Team. Ja, es wäre nicht World of Warships, wenn das nicht irgendwer tun wäre. Würde. Und oh, da landet die Colorado einen bösen Treffer. Komm schon, Mogami. Na? Na, ganz okayer Treffer. Und deren Flugzeugträger hat mich gerade lieb. Torpedo! Und warum der mich nicht getroffen hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Und die von hinten. Rechts rum, links rum. Hilfe! Erstmal auf die Mogami schießen. Und ja, Torpedo sicher ausgewichen. Und das Ding ist immer noch nicht tot. Schweinerei. Mal kurz ein bisschen abbremsen. Und jetzt aber. Na also. So. Was haben wir jetzt? So, da kommt eine Lerner durch den Tunnel. Schmeißen wir ihm mal Torpedos entgegen. Und... noch ein böser Treffer. Aber unsere Tirpitz da hinten haut auch nochmal gut drauf. Und... na, 2000 Schaden. Nicht so überwältigend. Und er weicht auf meinen Torpedos gekonnt aus. Immer noch kein überwältigender Treffer. Und da hat die Tirpitz ihn zum Glück erwischt. 768 HP noch. Und schaut jetzt nochmal auf die Minimap. Beziehungsweise hier nach vorne. Q.
Kutuzov 10.000 HP, Pensacola 20. Und ich überlege mir, oh. Ich muss zumindest die nächsten 10 Sekunden noch überleben. Was deren Flugzeugträger anscheinend nicht so ganz möchte. Kann ich allerdings auch nachvollziehen. Und hier spackt jetzt irgendwie nicht nur im Replay, das hat auch im echten Spiel total rumgespackt. Torpedo-Ziel-Hilfsanzeiger. Ich schmeiße die daher so einigermaßen blind einfach mal grob in die Richtung. Reparatur ist an. Und da bleibt ein Torpedo doch glatt an irgendwas Unsichtbarem an dem Felsen hängen. Und die beiden Schiffe sehen mich. Ich bin entdeckt. Flugzeugträger kommt mal wieder an. Schmeißt nochmal eine Ladung auf mich. Und ich nebel mich ein. Auch wenn die auf die Entfernung mich theoretisch sehen müssten. Und ja. Treffer erhalten, Torpedowerfer zerstört. Da hat die Kutuzov noch was gemacht. Das sehr, sehr ärgerlich ist. So, hallo Pepsi-Cola. Geht doch, da ist mal eine ordentliche Zitadelle. So hört sich das für das Schiff, wenn man drauf schießt. Und die nächste und bums. Und, oh, hallo Zerstörer. Wo kommst du denn her? Und vor allen Dingen, wo möchtest du hin? Möchtest du etwa meinen Flugzeugträger töten? Bin ich nicht mit einverstanden. Kill Nummer 5. Und da werde ich aus dem Team auch schon gelobt. Das ist, ja, die Tirpitz, die hier eben noch mit mir war. Weiß gar nicht, was den erwischt hat. Und da kommt jetzt auch noch ein Flugzeugträger um die Ecke. Okay, schießen wir mal drauf. Hey, eine Zitadelle. Nochmal. Und aus irgendeinem Grund hält der Flugzeugträger da vorne direkt hier vor meinen Geschützen an. Aber okay, meinetwegen. Bums, bums, weg damit. Und jetzt denke ich mir, oh, da ist eine Bismarck. Das ist schlecht. Erstmal Reparatur reinhauen. Und ja. Da beschwert sich jetzt das Gegnerteam über die Leistung ihrer Kollegen. Und ja, Tirpitz, deine Idee, manche Torpedos, da mal Torpedos in Richtung Bismarck schmeißen, sind definitiv nicht verkehrt. Nur leider hat die Kutuzov eben meine Torpedos auf genau dieser Seite kaputt geschossen. Ich muss mich also erst einmal umdrehen. Und das reicht leider von der Zeit her für die Bismarck, da rauszukommen. Ich schmeiße sie einfach mal genau auf die Linie. Und ja. Da mache ich dann halt leider dann doch bumm. Aber noch ist das Spiel ja nicht ganz vorbei. Die Torpedos sind immer noch unterwegs. Und unser Flugzeugträger lebt auch noch. Nur leider schaffen es die Gegner halt zu erobern. Und rums, bums, zwei Torpedos. Drittes Achievement, Großkaliber, verteidigt. Und die Bismarck flutet noch und es wäre so schön gewesen, wenn er den dritten auch noch mitgenommen hätte. Aber ja. Es hat nicht sollen sein. Schafft unser Flugzeugträger es, den einen Torpedo noch im Wasser zu landen und damit zu treffen. Das sieht ganz okay aus. Bomber haben leider nichts erreicht. Werden jetzt auch größtenteils weggebrezelt. Und schade. Schade, schade, schade. Leider läuft jetzt auch die Zeit aus und das war es dann dummerweise auch mit dem Match. Dadurch, dass die Gegner zwischendurch halt mal erobern konnten, liegen wir in Punkten hinten und mit noch 10 Sekunden zu spielen. Tja,
Schade, schade. Leider eine Niederlage, aber hey, was für ein Match da am Ende, oder? Oh Mann, dieses Gegnerteam. Das war schon irgendwie sehr, sehr cool. Und vom Ergebnis her kann ich mich definitiv auch nicht beschweren. 444.000 Credits, 6.700 EP, 140.000 Schaden gemacht. Unterstützer, 6 Schiffe beschädigt. Für mindestens 20%. Den Kraken, natürlich. 6 Kills. Und Großkaliber. Mehr als 30% der gesamten Trefferpunkte aller Schiffe im Gegnerteam. Wuhu! Definitiv sehr, sehr gut gelaufen. Und ja. Das XP-Ranking sagt dann irgendwie auch einiges, oder? 1800 Basis-Experience für mich. Wenn der Beste im Gegnerteam auf 1500 kommt. Irgendwas ist da verkehrt gelaufen. Nächster im Team, unsere Tirpitz. Auch ein gutes Spiel gemacht. 1000 EP. Und unser Flugzeugträger. Danke nochmal an den auf jeden Fall. Der hat mir da am Ende durch seine Flieger und sein Spotting definitiv auch weitergeholfen. Ausführlicher Bericht. Ja, wir haben auf alle möglichen Schiffe geschossen. Und ordentlich Schaden eingesteckt. Hauptsächlich von der Colorado, der eine böse Treffer. Der war richtig mies. Und eine Mogami. Hat mich irgendwie auch noch ein bisschen böse erwischt. Hätte er fast noch für ein Dreadnought Achievement gereicht. Hätte ich mich noch ein bisschen mehr reparieren können, wahrscheinlich. Ja. Verbrauchsmaterial für 45.000 nachgefüllt, macht am Ende trotzdem noch ein sattes Plus von knapp 350.000 Credits für mich. 2.700 Basiserfahrung erhalten plus Modifikatoren, kommen wir halt am Ende auf 6.700. Nicht verkehrt. Und werfen wir jetzt noch einen Blick auf meinen Captain. Ja, gibt es zwar nichts Außergewöhnliches zu sehen, aber hey, draufschauen kann man ja trotzdem mal. Habt ihr im Match schon gesehen, vorrangiges Ziel. Zeigt an, wie viele Leute eigentlich auf einen zielen. In einer Fiji eine durchaus wichtige Information. Nach dem Motto, muss ich jetzt wegrennen, muss ich mich einnebeln oder kann ich nochmal schießen? Dann habe ich genommen Nebelwandexperte, plus 20% größerer Nebel, weil britischer Nebel ist halt doof. Der ist viel zu klein und ja... Scheint ganz gut zu funktionieren damit. Könnte man eventuell auch tauschen gegen den Elite-Schützen. Andererseits drehen sich die Geschütze mit 25 Sekunden halt schon so einigermaßen okay. Andere Alternative, die ich mir auch gut vorstellen könnte, ist Adrenalinrausch. Schnelleres Nachladen. Andererseits... will man in dem Ding ja eigentlich auch gar nicht erst getroffen werden. Und mit 7,5 Sekunden ist die Nachladezeit schon recht gering. Also, weiß nicht, ob sich das lohnen würde. Anyway, Stufe 3, Überlebensexperte. Weil, ja, plus 350 Trefferpunkte ist jetzt auf Stufe 7 halt auch noch nicht so viel. Aber in den Dingern kann halt jedes ein bisschen helfen. Alternative, ja, Schießgrundausbildung, eventuell mehr Flugabwehr, Torpedowachsamkeit, auch alles nicht so wirklich. Inspekteur wäre eventuell noch eine ganz gute Wahl, mit einem mehr Verbrauchsmaterial. Und ja, Stufe 4, 5 gibt es ja nicht mehr im neuen Patch, Tarnungsmeister. Minus 12% Erkennbarkeit. Bringt das Ganze runter auf 9,8. Und nach Feuern auf 14,4, was halt auch die Grundreichweite ist. Sprich, wenn man die Leitstelle einbaut, hat man noch einen kleinen Radius, aus dem man unsichtbar feuern kann. Von etwas weniger als einem Kilometer. Ganz lustig zu haben. Alternativen, die ich mir hier noch vorstellen könnte... Luftabwehr. Eigentlich als einziges.
auf Stufe 4. Ich habe ja noch 2 Punkte über. Ich schmare mir den dritten jetzt tatsächlich hier für den Inspekteur. Mal mehr Nebel, mehr reparieren, mehr Hydro, definitiv etwas, das man haben möchte. Von den Vierer-Skills sehe ich auf der Fiji tatsächlich jetzt sonst keinen wirklich als sinnvoll an. Secondaries, möchte man eigentlich nicht, dass irgendein Gegner so nah rankommt, dass man die benutzen muss. Brandwahrscheinlichkeit, ja, HE-Granaten haben wir nicht, Flugzeuge haben wir nicht. Wieder Sekundär- und Luftabwehr, ja, es wäre eventuell noch eine Überlegung wert, aber dann ist der Inspekteur eigentlich dann doch der bessere Skill noch zu haben. Ja, so viel zu meinem Fiji Replay hier aus World of Warships. Alter Falter, ist das Video jetzt lang geworden. Ich hoffe mal, es hat euch trotz der Niederlage einigermaßen gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte gerne einen Daumen nach oben unter dem Video da. Es hilft dem Kanal einfach wirklich weiter. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ja, klickt doch einfach mal da rechts ein bisschen auf die anderen Videos rein, wenn ihr noch ein bisschen was mehr sehen wollt. Und ich hoffe, dass wir hier in Zukunft jetzt auch wieder ein bisschen regelmäßiger Content liefern können. Im Moment funktioniert das ja dann leider doch nicht so wirklich. Ich gelobe Besserung und werde auch meinem Kollegen Kitzner mal in den Arsch treten. Anyway, macht's gut. Ich bin raus. Bye bye.